Heute testen wir noch mal schnell die Waffe hier. Und zwar haben wir jetzt hier noch mal die Bergara HMR Wilderness und in Kaliber 300 PRC. Der Grund, dass wir die heute noch mal testen, warum ich sage, wir testen die, ist, wir haben ja Munition dafür geladen. Das ist jetzt selbstgeladene Munition mit einem 220 Grain Hornady ELDX Geschoss. Die haben wir jetzt halt gestern Abend noch mal geladen. Dann haben wir eine andere Mündungsbremse, eine Bergara Mündungsbremse drauf gesetzt. Das ist eine etwas speziellere, weil das ist eine sogenannte Self-Timing-Bremse. Das heißt, man kann die wirklich genau einstellen. Also die hat kein Gewinde, wo man jetzt sagt, da steht sie fest und dann steht sie nachher schief, sondern man kann sie wirklich immer perfekt gerade ausrichten. Das ist der Vorteil davon. Ne? So, dann haben wir die Waffe. Wie gesagt, das ist die Wilderness Edition. Kommt hier mit so einem AICS Metallmagazin. Steckt ein bisschen raus, aber das passt zur Waffe, so zum Look, das finde ich ganz gut. Obendrauf haben wir das DD Optics, das DDMP, das große Glas hier, das 5-30x56. Und ja, schauen wir mal. Wie gesagt, das Ganze ist auf einer Dentler-Montage noch montiert. Und hier haben wir noch, wir haben jetzt für das, wenn wir hier rumlaufen und sowas, haben wir noch den Nigelo-Riemen hier dran. Und der kommt, das Schöne ist, hier sind diese QD, also diese Quick Detach Montagen dabei, die gibt es hier an der Seite. Da kann man schön das alles schnell festmachen und auch schnell lösen, wenn es sein muss. Und ansonsten hat die Waffe natürlich auch die ganz normalen Aufnahmen hier für eine ganz normale Aufnahme für die Riemenbügel. Ne? Hier ist die Schaftbacke, das ist eine verstellbare Schaftbacke, das ist eigentlich ganz schön. Das Gute daran ist auch hier so eine Ausschneidung. Das Schloss kommt hier nicht direkt ins Gesicht, wenn man drauf ist. Das ist alles schön frei, lässt sich sauber einstellen. Und hier sieht man noch die Schaftverlängerung, also man kann die sich auch schön in der Länge ein bisschen einstellen, passend so, wie man das halt braucht. Ne? Ja, und jetzt gucken wir mal, machen wir noch ein paar Kontrollschüsse, gucken, wo die jetzt liegt mit der anderen Bremse, mit der Munition, die wir geladen haben, überprüfen, dass alles sauber ist und gut schießt. So, hier vorne haben wir dann noch ein Zweibein, das ist aus Aluminium, das ist von der Firma Wahne oder Wohn, wie man eigentlich sagt. Relativ robustes Zweibein. Das Schöne ist hier, die Beine lassen sich auch in so einem 45-Grad-Winkel. Man kann sie also entweder gerade oder nach vorne neigen. Und das hat hier so eine Schnellverstellung zum Einstellen der Länge. Ne? Also super einfach, sehr robust, sehr stabil, gutes Zweibein. Ne? Das haben wir hier vorne jetzt noch drauf. Kommen wir gucken. Genau. Okay, alles ist eingestellt, scharf, das ist gerade. Machst du Dreiergruppe? Ich mach mal erstmal drei, sonst wird das so warm auch. Ne? Wir wollen den ja heute nicht quälen. Ja, was soll ich sagen? Ja, sag was. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Ding schießt einfach. Ne? Das macht wirklich Spaß. Das ist eine sehr, sehr, sehr präzise Waffe. Also ich meine, wir haben wirklich auch nicht große Schwierigkeiten gehabt mit dem Laden. Also wir haben wirklich auch die Hornady-Empfehlung genommen. In dem Sinne, also wir haben zwar das Pulver gebraucht, also es gibt ja verschiedene Pulver, aber wir haben die Länge genommen, die Hornady vorgegeben hat, alles. Ein paar Testladungen gemacht und das Ding schießt wirklich auf Anhieb. Ne? Also es gibt wirklich Kaliber, die das nicht so machen. Bei der ist das super und macht wirklich Spaß. Also ich sag mal, für eine Waffe, die man wirklich so einfach, wie soll ich sagen, vom Regal kaufen kann, ist das wirklich super, super präzise, macht mega viel Spaß. Und das Ergebnis lässt sich auch sehen. Also da gucken wir mal gleich. Das war jetzt zwar nur eine Dreiergruppe, weil ich will sie jetzt nicht quälen. Normal machen wir Fünfergruppen, aber
das Ding schießt wirklich. Also wir haben das ja ein paar Mal auch getestet mit Fünfergruppen und so. Das Ding funktioniert einfach, ne? Macht wirklich viel Spaß. Für mich persönlich, das sage ich jetzt einfach mal so aus meiner Sicht, ist es so, die HMR steht ja für Hunting und Match Rifle. Und das ist eigentlich auch genau das, was sie macht. Also das ist eine gute Brücke zwischen, sagen wir mal, was man jagdlich nutzen kann, was super präzise ist, aber halt auch zum sportlichen Schießen. Ne? Also ob sie jetzt Long Range schießen oder was auch immer, die Waffe schießt super präzise und funktioniert einfach. Sie ist natürlich nicht so leicht, weil sie hat ja einen schweren Matchlauf. Das, sagen wir mal, das Glas, was jetzt hier drauf ist, ist ein großes Glas. Das macht sie natürlich im Ganzen ein bisschen schwerer, also für das jagdliche Pirschen. Geht aber, wir haben es gemacht, wir sind erfolgreich gepirscht, mehrere Kilometer, haben eine super Jagd gehabt. Und wie gesagt, das ist eine gute Brücke zwischen Jagd und Match. Ne? Also man kann sie sich ja auch, ich sag mal in dem Falle, man könnte sie sich einfach noch mit einem Wechselglas, mit einer Wechseloptik ausstatten. Dann wird sie definitiv auch leichter, dann ist sie mehr jagdlich. Und andererseits in so einer Konfiguration ein super Gewehr für sportliches Schießen, ob es Longrange ist, Gruppierung, was auch immer. Ne? Also HMR, Wilderness, super Teil. Ne? Willst du auch so eine haben? Ja, sicher will ich so eine haben. Ja, also ich hoffe mal, dass wir da, also ja, die hat es mir doch ein bisschen angetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also und im 300er Kaliber, also im 30er Kaliber, habe ich jetzt selber nicht so viele Waffen. Und ich glaube, das hier ist etwas, was sich bei mir in Zukunft doch vielleicht dann noch irgendwo dazu gesellen wird. Ne? Ja, nee, freue ich mich super. Und ich habe eine gute Idee. Na, erzähl mir was. Ich bringe nächstes Mal noch eine für dich mit. Ja. Und starten wir die gemeinsam aus. Also wir machen zwei gleiche Waffen. Zwei identische Waffen. Und dann gehen wir mit der auf den Longrange-Wettkampf. Genau, das machen wir. Was hältst du davon? Das halte ich für eine super Idee. Ne? Ja. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Also auch in der Kombination mit dem Glas so, ja, ist das eine super Waffe. Ne? Und ja, wir haben die, das Ding schießt einfach, macht Spaß. Und ja, da freue ich mich drauf. Also wenn wir das machen, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Okay, dann haben wir sie jetzt genullt und dann gehen wir jetzt auf die Schießbahn oben in den Bergen und dann quälen wir sie noch ein bisschen. Ja, können wir sie ein bisschen quälen, ja. Hey, diese Gruppe, ne? Das ist auch wieder geil, ne? Aber die macht das halt nach und nach und nach, ne? Das ist immer wieder, ich meine, du hast eben geschossen, zack, 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 zusammen. Jetzt geschossen, nochmal, zack, alle zusammen. Fetzt. Die schießt, also für eine Standardwaffe, ich meine, hey, das gibt Waffen, die durchaus viel teurer sind und die nicht so gut schießen einfach, ne? Gut. So, jetzt gucken wir mal schnell hier. Ja, was sollen wir sagen, ne? Guck mal, hier liegt die Schussgruppe. Das ist jetzt, also hier haben wir die Flatschen, die habe ich hingehalten. Das geht ja jetzt um die Schussgruppe. Und wie man sieht, das sind diese drei Schuss liegen jetzt super zusammen. Ne? Und ich meine, das ist jetzt, es ist vom Licht her, sind nicht die perfekten Bedingungen, aber es ist super. Ne? Und dann haben wir hier schon mal eine Gruppe geschossen, die sieht man auch. Die ist fast identisch. Ne? Also das, wenn man die Gruppen sich anguckt, die schießt wahnsinnig gute Gruppen hier. Und ich glaube, da kann man, was soll man da noch mehr sagen? Das spricht, glaube ich, ziemlich für sich selber, was man hier so sieht. Ne? Sie liegt jetzt hier so ein bisschen tiefer. Das korrigieren wir noch, aber es ging ja jetzt um die Präzision und um die Schussgruppen. Und also ich bin mit sowas mega zufrieden. Finde ich gut. Das macht einfach Spaß, so eine Dinger zu produzieren. Ne? Wenn du da hinkommst und du siehst halt zack, 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 die liegen alle so zusammen. Weiß nicht, das macht dann einfach wirklich Spaß.